Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival. Ich habe gerade so einen Golem getötet hier, oder zwei eher. Und der eine, guck mal, was der dabei hat hier, Eisenerz, Kobalt, Kupfer, und Neodymium. Ja, wir können uns unseren T2-Bohrer bauen. Auf jeden Fall super. Lieber Watzefuck, tut mir leid, ich habe gerade mit dem Watzefuck telefoniert. Schönen Gruß und guck doch mal bei ihm auf dem Kanal drauf. Muss ihn gerade wegwürgen, weil ich hier auf einmal das Viech gelootet habe und da alles drin war, wusste ich gar nicht. Ich bin nämlich jetzt zum Eisenerzlager zurückgelaufen, weil ich noch ein bisschen Eisen holen wollte und sehe hier, da hängt so eine scheiß Spinne mit drinne. Sie fallen also doch in Löcher rein, aber wenn sie im Loch drin sind, dann tun sie nicht sehr viel, außer sterben. Guck mal, der hat mich, was hat man für eine Agro-Range bitte? Nee, hat er doch nicht. Boah, tötest du einen, komm, acht nach, ey. Ja, komm her. Bevor du gleich auch noch hier reinfällst. Hallo, mein Schatz. Tada. Und tot ist er. So, Alpha, piep noch mal. Müssen wir ein bisschen hier noch. Komm, Alien Plasma T2 holen. Oder T1 eher. Ein super Zeug. Können wir uns noch ein paar kleine Medikits draus machen. Okay, dann mal ab. Oh, ab rein hier und noch ein bisschen. Was hole ich jetzt? Eisen hoffe ich doch, ne? Ja, Eisen, alles klar. So, und wir haben Neodymium. Perfekt. Ich hoffe, dass wir uns damit jetzt den Bohrer basteln können. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass diese blöden Dinger Neodymium haben. Und stellen wir uns mal die Frage, ganz kurz. Wir haben auf diesem Planeten kein Neodymium-Vorkommen. Ja? Das heißt, woher kommen sie? Die sind bestimmt mit einem Asteroiden irgendwann hier gestrandet. Haben sich dann als Steinklops-Monster entwickelt und tragen seitdem halt Neodymium in sich. Ich meine, super, wenn wir ein bisschen Satium dabei hätten, wäre dann auch nicht schlecht. Das würde uns einiges erleichtern. Ja, aber zu einfach darf es ja auch nicht werden. So, ich nehme jetzt ein bisschen Eisen mit, weil der Weg soll nicht umsonst gewesen sein. Und dann hoffe ich mal, wenn wir uns jetzt einen C2-Bohrer bauen können, dann, wird das ein echter Glücksgriff hier. So. Also, liebe Leute, wenn ihr Neodymium braucht, schießt die Golems ab. Vielleicht habt ihr Glück. Eisen kann man nie genug haben. Wir können 1 Million Eisenerz haben. Das wird gerade mal reichen für ein großes Capital. Also so wie ich es bauen werde. Ich habe da schon Ideen. Oh, das wird gut. Die Strukturen oder Texturen hier gefallen mir echt gut. Obwohl es echt aussieht wie Magnesium. Diese ganzen kleinen Dinger, die können sich eigentlich sparen. Ich weiß schon, wozu es da ist, aber es sieht auch so wertig aus. Du denkst, ah, oh, kannst du alles aufsammeln? Nee, kannst du nicht. Ohrschläge. Geht nicht. So. Ach, ist alle. Deswegen. So, aber Eisen brauchen wir echt massig. Wie viel haben wir jetzt? 146. Ja, wir nehmen noch ein bisschen mehr mit. Und dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter, wenn wir den T2-Bohrer haben. Dann können wir nämlich hier Magnesium-Eisen mal in richtigen Massen abbauen, hoffe ich. Also ich meine, dass der das alleine aufsammelt, allein schon ist ja der Mega-Knaller. Geiler geht's kaum. Echt nicht. Das war immer das Problem jetzt in der vorherigen Staffel, falls ihr die gesehen habt, im Welt zusammen, dass man hier halt, oder was es jetzt auch ist, man muss immer aufsammeln, weil irgendwann verschwinden diese Dinger wieder. Na, komm her. Ab einer gewissen Anzahl im Spielfeld. Ich weiß nicht, wie viele es waren. 50, 100, 500. Kannst auf jeden Fall keine Stunde hier rumbohren und guckst dann hin und hast irgendwie nur 30 Knubbel am Boden liegen. Deswegen immer aufsammeln. Komm, ach, 200 machen wir voll. Zack. Jo, perfekt. 1A. Da ist noch einer, sogar ein bisschen mehr. Jo, dann hüpfen wir schnell zurück zur Base. Wenn ich noch so einen komischen Golem sehe, dann werde ich den auf jeden Fall mal anstupsen. Wo ist zu Hause? Da ist zu Hause. Was bist du denn? Ein Stein. Achso, ich wurde. Wow, was war das denn? Alles weg. Sehr gut. Ja, Luft. Ich nehme mal ein bisschen Luft auf dem Weg mit. Und vielleicht hier ein paar Orangen. Nee. Also man kann nicht mehrfach pro Baum looten, sondern immer nur einmal, aber ist nicht verkehrt. Dann haben wir natürlich ein bisschen was zu essen und wir können die auch ein bisschen verderben lassen. Damit wir nachher
schön Dingens machen können hier. Sag schnell, unsere Nährstofflösung. Ach, das war's schon. Ja, ein paar mehr gehen noch. Nehmen wir ein bisschen Alien-Plasma mit für die kleinen Medikits. Dann werden wir schon wieder verfolgt. Ey. Ja, ich hasse die Viecher. Alien-Plasma. Kommt her, ihr kleinen Spike Lemons. Kann man. Ja, nehmen wir auch mal mit. So, bleib da hinten, sonst töte ich dich. Wenn du leben bleiben willst, bleib. Oh, was ist denn das Hübsches? Oh. Wer weiß, wofür wir den brauchen? Spike Lemons. Ah, die stacken auch inzwischen. Ja, super. Nehmen wir da auch welche mit. Boah, sind aber viele hier, du. Ach komm, ich sammle einfach alles auf. Das gibt ja XP. Und die brauchen wir auch. So. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, ne? Alles aufsammeln, was geht. Wenn es stackt, ist das echt Gold wert. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir noch nicht. Der zuckt noch. Und den noch. Oh, da sind noch mehr. Na, dann mal hinter. Jetpack, wieso habe ich den aus? Hallo? Diese Spike-Lemon-Teile sind vorher nur am Wasser gewachsen. Ist natürlich perfekt, wenn die jetzt auch so in der Pampa rumgammeln. Das ist bei Empyrean so geil. Ich nehme mal mit OBS auf und diese Nachtfolgen, die haben immer so eine Größe von 400, 500 MB. Weil das meiste, was dargestellt wird, ist ja schwarz. Und so eine Tagfolge, so wie die jetzt, wo ich hier so wild rumhüpfe und Tralafidi mache, auf YouTube, die wird dann wieder sehr groß werden. Ich meine, ist mir egal. Ich lade es hoch. So, Nahrung und Gesundheit. Hatschi. Nehmen wir den nochmal. Du hast ein kleines... Nee, es war eine Bandage, mein Schatz. Ach, guck mal, noch so ein Golem. Ja, dann gucken wir doch mal. Der ist recht schnell gestorben. Ich glaube, man muss aufs Auge schießen, dann macht's mal ein bisschen mehr Damage. Ah, Spinne. Und der macht gut Aua. Also vorsichtig sein, Kind. Oh, ich habe keine Muni mehr. Oh, scheiße. Noch eine Spinne. Ich habe keine Munition mehr. Wie kann das denn passieren? Tü-tü-tü. Ja, 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 lauf, lauf, lauf. Hör auf, hier rumzuhampeln, Kollege, renn. Ah, jetzt hätte ich mal natürlich meine Kanone so einstellen müssen, dass sie auch auf die Viecher schießt hier, ne? Kann ich ja jetzt mal tun. Wie schnell ist sie denn? Ah, das geht. Okay, 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 okay. Und da ist noch eine. Ich muss nämlich ein bisschen mein Jetpack aufladen, damit ich da immer aufs Dach springen kann. Dann bin ich erstmal safe. Ja, alles gut. Also... Dass man so gejagt wird bei diesem Spiel. Bin ich gar nicht gewohnt. So, 3, 2, Jetpack ist voll. Ach, scheiße, reicht nicht nach unten. Lad, Mann! Ich kann nicht weiter nach unten zielen. Ja, und jetzt? Scheiße, jetzt habe ich die Viecher in der Hütte. Nein! Hallo? Geht weg, bitte. Ich hab bitte gesagt. Haut ab. Ach, jetzt? Oh, ist ja klar. Na, kommt her, Schatz. Hab ich. Okay, dann müssen wir jetzt Trick 17 machen. Hui. Pom, rein hier und dann mal die Tür zu und... Ey, was zur Hölle? Wie kommt die denn hier rein? Leck mich! Du blödes Kackviech! Wie kannst du es wagen, hier einzudringen? Das ist doch nicht wahr. Eieieieiei. Die ist hier einfach in der Base, ey. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Nein! Oh, scheiße! Ja, 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 ja. Oh! Was? Gibt's doch nicht. Wie ist die denn da reingekommen? Ist die durchs Fenster gehüpftelt oder was? Gehüpftelt? Auch gut, ne? Ich habe nichts mehr zum... Oh, scheiße. Jetzt sind drei Stück wieder da. Was haben die gemacht? Alter Schwede, dieses Spiel, ey. So, rein hier. Mann, rein da!
Och, die ist auch noch da. Ey, leck mich doch. Aber die macht nichts. Die ist gerade sehr... Beweg dich nicht. Scheiße, was soll ich machen? Was muss ich machen? Alles hier rein. Komm, gib mir irgendwas hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Nicht bewegen, nicht bewegen. Sie sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. So, ich kann nichts. Alien-Plasma. Hier, da habe ich doch ganz viel. Verdammte Axt. Wo ist es denn? Da. Ja, hier, los, her damit. Mach mir arsch viel davon, bitte. Oh, nimm, ja, los, saug es auf. Jetzt schleiche ich mich rum, weil es sieht mich nicht. Sie sieht mich nicht, wie geil ist das denn? Ich hätte gerne mal einen großen Staubsauger. Ich hab ein Haustier. Ja. Bleib mal ganz ruhig da. Mach mal alles hier rein jetzt. Gib mir Munition, gib mir Munition. Du bist so fertig. So, jetzt brauche ich so eine erweiterte CPU, ne? Ja. Oh, gefährlich, so eine Base rumzuballern, aber es ist tot. Oh Mann, ey, ich bin zu alt für sowas. Und draußen warten sie auch noch. Boah, die Geräusche, ich kann die gar nicht nachmachen. So, was haben wir denn hier noch an Munition drin? Ja, sollte reichen. Für die Patronen, die da jetzt kommen. Alter Schwede, ey. Ja, schön, da haben sie richtig was gemacht aus dem Spiel. Und was ist das? Es gibt Gold. Nein! Wie cool ist denn das? Goldmünzen. Wir können Goldmünzen herstellen. Und gehärtete Stahlplatten. Satiumbarren, 4 Stück. Oh! Oh Gott, da gibt's ja richtig tolle Sachen. Oh Mann, was freue ich mich da drauf. Holzlatten. Nee. Bestimmt für Deko. So, erstmal Munition haben, damit wir uns wehren können. So, da haben wir noch ein bisschen Magnesium. Das schmeißen wir mit rein. Jetzt brauchen wir erstmal gerade keine Panik haben. Alles ist gut. Ja, war schon spannend gerade. Oh, schock mich doch nicht so, Mann, ey. So, welche stirbt zuerst? Welche stirbt zuerst? Aua, ey, sag mal, nicht ich. Ey, Alter. Was macht mein Geschütz da? Feuerwerk, geil. Schön. Alles ist kaputt, Junge. So, wo sind diese blöden, verhurten, Entschuldigung, Spinnen? Ja, ich fluche gerne beim Spielen. Oh, was wir da Material haben. Godlike. Super, ach guck, Metallkomponenten. Motoren, Rohre, Computer, sehr gut. Kondensator und dann Reaktorkerne. Ein paar Stahlplatten, Metallstücke, Elektronik, Steuergeräte, Kabel, Glasplatten. 1A. 1-1A. Oh, herrlich. Nö. Fleisch packe ich mal direkt in... Nee, mach ich mal eben Salami draus. Salami, oder was nehmen wir hier? Nahrungswert... Ja, Salami ist immer noch unschlagbar. Oh, was ein Terror hier. Da können wir einiges mit herstellen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich ND... Ja! Da ist er! Der T2-Bohrer. Und dann machen wir es mal direkt... Ein paar Bohrerladungen. Da haben wir wieder unseren blauen Strahl. Ein blauer Strahl, blauer Strahl. Eisenbarren. Machen wir ein paar. Magnesium haben wir genug. Und den Rest macht er auch so. Aber das ist ja echt gut, weil vielleicht können wir jetzt mal anfangen. Das wäre jetzt natürlich das nächste Ziel. Mal zu schauen, was brauchen wir denn für ein Small Vessel? Also,
RCS 109. Guck, ich schalte erstmal frei hier. Andockplatte. Ein Fahrwerk braucht das Baby. So, Richtung Schubdüse natürlich. Oh, ja, ja. Da sind wir doch. T2 brauche ich nicht. Licht brauchen wir auch erstmal nicht. Wichtig ist halt noch ein Generator. Ist zwar schön, aber aktuell nicht nötig. Ich brauche das erstmal nur, um mich fortzubewegen. O2-Tank auf jeden Fall. Cockpit nehmen wir mit. Alles was... Oh, Cockpit offen. Auch nicht schlecht. Cockpit, da ist mein Schatz. Ja, ich habe ihn wieder. Oh, Raketenwerfer. Passagiersitz brauchen wir nicht. Rampenblöcke. Nee, erstmal nicht. Sorry. Raketenwerfer ist natürlich dann sehr, sehr, sehr teuer. Aber geil zum entfernten Ausschalten. Okay. Richtung Schub. Ach komm, ich nehm's mit. Dann haben wir's. Fahrwerk T1 reicht mir vollkommen. Scheinwerfer sind wichtig. Ja, dann können wir anfangen, uns hier was Schönes zusammenzubasteln. Hoffe ich. Ich hoffe, dass wir die Materialien dafür haben. Wenn sie erstmal fliegt zum, zum Aufklären, ist es völlig okay. Das reicht mir erstmal. So, was... guckt euch das an, das Baby. Oh Mann, ey. Das werden wir in der nächsten Folge testen. Eigentlich wollte ich nur 3 Folgen aufnehmen. Das ist jetzt die 3. in Folge, aber... Das muss einfach sein. Und nochmal schauen bei der Base. Was ist denn da mit anderen Geschütz? Oh. Ja, endlich. Gimme. Offline-Schutz brauchen wir nicht. Generator groß auch nicht. Eine Innenbeleuchtung können wir brauchen. Und Flakgeschütz natürlich. Ja. Sehr gut. Kühlschrank T2 aktuell auch nicht. Verbesserter Constructor. Alle Vorlagen, schnelle Produktion. Das ist mal ein geiler Slogan. Raketenwerfer? Nee, mache ich hier nicht. Das... Hä? Komm, nehmen wir mal mit. Für die Zukunft. Und dann wollen wir schon Flakgeschütz. Könnte ich sogar herstellen. Flakgeschosse kann ich auch herstellen. Oh mein Gott. Wie viel macht der Output? Machen wir 100 Stück. Okay, komm. Möchte ich mir doch lieber aufs Dach setzen. Ei, oh Gott. Ist ja mit die beste Verteidigung, die wir haben können, auf jeden Fall. Und dann wäre es natürlich jetzt nochmal schön, wenn wir gucken können, was wir an Waffen... Ja. Alles klar. Nehme ich... Schrotflinte, nee. Scharfschützengewehr auch nicht. Nee, das reicht erstmal. Also Pulsgewehr jagt viel durch. Jetzt, warte mal. Habe ich genug für diese... Für diese Gerät? Pistole T2 muss einfach sein. Die muss sein. Das würde uns das Ganze schon ein bisschen erleichtern. So, dann nehmen wir mal hier ordentlich ein paar Bohrerladungen mit. Laden das Baby. Pfeifen uns ein paar Beefies hinter der Kiem. Das kann ich ja so essen, ne? Ja, schön. Jetzt geht die Sonne schon wieder unter. Oh, nee, ich möchte noch mal eben kurz... Okay, ich warte. Ich warte jetzt, bis die Pistole fertig ist. Ich hoffe, das reicht hier mit dem... Okay, warte. Weißt du was? Nee, das machen wir gleich. Erstmal die Pistole. Ist wichtiger. Dann kann ich mich hier nämlich wesentlich besser verteidigen. Kaliber 50, alles ist gut. 750 gereinigtes Wasser, ja. Halleluja. Halleluja. Zack, rein da und dann können wir noch ein paar Medikits herstellen. So, komm her, Baby. Wo bist du? Da ist sie. So, scheiß auf T1. T2 ist angesagt. So, Flakgeschütz hatte ich noch nicht gemacht. Reicht das noch? Es reicht. Silizium könnte knapp werden. Also die Materialien reichen bei weitem noch nicht, um uns jetzt ein Small Vessel herzustellen.
Aber das ist ja schon mal auch Gold wert, sorry. Vor allem, wenn ich das oben abbaue, das Geschütz. Die Munition müsste ich... Nee, ich lasse es einfach mitstehen. Ich lasse beide stehen. So, oh, das wird gut. Ich stelle die beide nebeneinander, weil die Drohnen kommen ja immer vornehmlich aus der westlichen Richtung. Pling! Ach, da sitzen sie alle, guck mal. Yeah. I'm back, baby. Zack, und das... Ach, ist das... Ja, krümm dich. Sehr schön. Gut, Flakgeschütz. Wo ist es denn? Da. Ja, guck mal in die Richtung. Und vielleicht kommen wir damit ja schon bis da hinten. Ich glaub's nicht, aber... Ach komm, wir warten mal eben auf die Munition. Nein, reingehen. Oh, ich muss dringend hier drin einen Aufzug bauen. Schmeißen wir mal alles rein und gucken mal, wie es mit der Muni aussieht hier. Boah, teuer und nicht viel, aber... Zum Testen, ob wir bis da rüber kommen, ist das schon mal gut. Sehr schön. Hallo, ihr Ballermänner. Dass ich hier nicht zoomen kann, ist blöd. Oh! Hat das getroffen oder explodiert er so? Nee, er oh. Jawohl, geile Scheiße. Kann ich schön von hier aus das Geschütz da hinten platt machen? Wenn ich den treffe. Und mir die ganze Base mal unter Feuer nehmen. Okay, die 5 hauen wir jetzt nochmal eben durch. 2, 4 und den einen da unten am Bug. Boom! Sehr, sehr, sehr geil. Mal gucken. Ah, das steht immer noch. Da oben ist eine Drohne. Aber da müssen wir rein. Da kriegen wir auf jeden Fall Material ohne Ende. Mein Gott, wieder Frosch im Hals hier, ey. Jo, gib mir noch ein paar. Oh, da sind noch mehr. Oh, noch mehr. Ja, alles rein da und dann sind die nächsten Drohnen auf jeden Fall schon mal Geschichte. Ich glaube, das ist doch mal ein toller Screenshot, oder? Gut, meine Lieben, damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Und ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mal den T2-Bohrer testen. Oh, der sieht ja geil aus. Oh, mein, das ist ein toller Screenshot. 2 tolle neue Sachen auf einem Bild. Dann testen wir mal den T2-Bohrer, da ist der Strahl. Super, und der sammelt automatisch ein. Ich bin so gespannt und ich glaube, ich lasse die Nacht jetzt so verstreichen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Sonnenaufgang und dann in einem, ja, Kupfererzlager oder Magnesium und Eisen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.